Leute und willkommen bei mir, Nix Gaming. Heute zeige ich euch, wo ihr die vier Drachen in Zelda Tears of the Kingdom ganz einfach finden könnt und wie ihr ohne Probleme die Materialien der Drachen bekommen könnt. Das wird einfach episch. Helft mir, die 100.000 Abos auf YouTube zu knacken. Die vier Drachen in Tears of the Kingdom haben noch immer den gleichen Nutzen wie schon in Breath of the Wild. Dennoch wurden die Drachen massiv überarbeitet und das nicht zuletzt deswegen, weil es in Tears of the Kingdom jetzt sogar vier Drachen sind, die es gibt. Aber starten wir erstmal mit den Details und Infos, die von Breath of the Wild übernommen wurden. Es gibt nach wie vor Nydra, den Eisdrachen, Farodra, den Elektrodrachen und Eldra, den Feuerdrachen. Neu hinzugekommen ist der Weißdrache. Ihr könnt von allen vier Drachen immer noch jeweils vier unterschiedliche Materialien erhalten. Je nachdem, wo ihr den Drachen zum Beispiel mit einem Pfeil trefft, erhaltet ihr ein anderes Material. Den Hornsplitter erhaltet ihr, wenn ihr das Horn eines Drachen trefft. Die Schuppe erhaltet ihr, wenn ihr den Körper eines Drachen trefft. Die Klaue erhaltet ihr, wenn ihr die Klaue eines Drachen trefft. Und den Zahn erhaltet ihr, wenn ihr den Mund eines Drachen trefft. Für den vierten und neuen Weißdrachen gibt es da noch einen Zusatz, und zwar den Weißdrachenstein. Aber dazu später mehr. Die Materialien der Drachen sind nach wie vor sehr wertvoll. Ihr könnt die Materialien auch zur Synthese verwenden und so starke Waffen herstellen. Viel wichtiger ist aber, dass ihr die Materialien für die Upgrades diverser Rüstungsteile benötigt. Solltet ihr also zufällig einen Drachen in der Nähe sehen, dann holt euch sein Material. Ihr werdet es noch brauchen. So, aber wo findet man nun die vier Drachen und was hat sich daran geändert? Zuerst einmal haben alle vier Drachen nun eine festgelegte Flugbahn. Diese Flugbahn lässt sich durch absolut nichts beeinflussen. Die Drachen fliegen also immer denselben Weg. Ich habe euch hier mal die Flugbahnen der drei Drachen Nydra, Farodra und Eldra auf der Karte eingezeichnet. Hier auch nochmal etwas genauer. Die Flugbahn von Eldra, die Flugbahn von Nydra und die Flugbahn von Farodra. Die etwas dunkler eingezeichnete Flugbahn der drei Drachen ist sehr wichtig. Denn alle drei Drachen fliegen in einen Abgrund und ihr könnt sie deshalb auch im Untergrund finden. Bedeutet, die dunklere Flugbahn der drei Drachen befindet sich im Untergrund. Ich habe euch ebenfalls die Flugbahn des neuen Weißdrachen auf der Karte eingezeichnet. Anders als die drei Elementardrachen fliegt der Weißdrache aber immer im Himmel und das sehr weit oben. In Breath of the Wild konntet ihr jeden Drachen nun einmal mit einem Pfeil treffen und habt dann ein Material des Drachen erhalten. Daraufhin ist der Drache im Himmel verschwunden und erst am nächsten Tag wieder erneut aufgetaucht. In Tears of the Kingdom hat sich das komplett geändert. Ich habe euch ja bereits gesagt, dass sich die Wege der Drachen nie ändert. Und wenn ich sage nie, dann meine ich auch wirklich nie, denn ihr könnt so oft schlafen gehen, wie ihr wollt, euch hin und her teleportieren oder dem Drachen Material abknüpfen, so oft ihr wollt. Der Drache wird weiterhin seinen gewohnten Weg fliegen. Wenn ihr jetzt denkt, ja, das ist ja super, dann kann ich dem Drachen so schnell ganz viele Materialien abnehmen, dann muss ich euch leider sagen, naja, fast. Die Drachen haben nämlich in Tears of the Kingdom einen Cooldown. Bedeutet, habt ihr einen Drachen zum Beispiel mit einem Pfeil getroffen und das Material fliegt vom Drachen weg, dann verblasst der Drache und ihr könnt von diesem Drachen kein weiteres Material mehr erhalten. Nun ist es in Tears of the Kingdom aber so, dass die Drachen jeweils nur einen 10 Minuten Echtzeit-Cooldown haben. Das bedeutet, nach 10 Minuten im Spiel bekommt der Drache seine Kraft zurück und ihr könnt ihn erneut mit einem Pfeil treffen und ihm Material abnehmen. Ihr könnt also zum Beispiel einen 10 Minuten Timer stellen, nach 10 Minuten wieder auf die Suche des Drachen gehen und dann direkt das nächste Material euch holen. Wichtig hierbei ist nur, dass ihr weder die Karte noch euer Inventar öffnet. Denn im Inventar und auf eurer Karte oder auch in eurer Schnellauswahl
stoppt die Zeit und läuft erst weiter, wenn ihr die Menüs verlasst. Also im besten Fall 10 Minuten irgendetwas im Spiel erledigen oder 10 Minuten einfach nur rumstehen und warten, bis der Drache wieder seine Kraft zurückerhält. Wollt ihr euch die Materialien der Drachen holen, empfehle ich euch zudem unbedingt alle Türme zu aktivieren, denn die Drachen fliegen oft sehr nah über den Türmen hinweg. Ich habe zu den Türmen bereits ein Video hochgeladen. Schaut gerne mal in die Infokarte oben rechts, dort habe ich euch mein Video verlinkt. Ja, und im Grunde waren das auch alle Infos zu den drei bekannten Drachen. Also einfach die Flugbahn des gewünschten Drachen abchecken und dann entweder in der Luft von einem Turm aus oder auch direkt bei einem Abgrund den Drachen an der gewünschten Stelle mit einem Pfeil treffen und schon erhaltet ihr sein Material. Ein bisschen anders ist es bei dem neuen Weißdrachen. Denn wie bereits gesagt, fliegt dieser Drache sehr weit oben im Himmel. Ihr könnt den Drachen erst gar nicht mit einem der Türme erreichen, denn der Drache fliegt deutlich höher. Ich erkläre euch aber jetzt, wie ich den Weißdrachen erreichen konnte. Zuerst habe ich mich mit einem Turm in die Luft katapultiert und dann festgestellt, dass der Weißdrache viel höher fliegt. Ich bin dann direkt auf eine nahe Himmelsinsel geflogen und habe dank der Bauautomatik meine Sonaudrohne hergestellt. Damit bin ich dann immer weiter abgehoben. Meine 5 Batterien haben dafür aber tatsächlich nicht gereicht. Ich musste eine große Sonau-Energiesphäre verwenden, die meine 5 Batterien vollständig aufgefüllt haben und zusätzlich habe ich dann eine Zeit lang keine Energie verbraucht. Also bereitet euch gut vor, wenn ihr den Weißdrachen erreichen wollt. Ihr solltet auf alle Fälle bereits einige Batterien oder viele Sonau-Energiesphären dabei haben. Habt ihr dann aber den Weißdrachen erreicht, könnt ihr ohne Probleme direkt auf ihm landen. Denn ihr findet, wie am Anfang des Videos bereits erwähnt, auf dem Drachen die speziellen Weißdrachensteine. Die Weißdrachensteine findet ihr einfach an den Hörnern am Körper des Drachen und könnt diese einsammeln. Noch ein kleiner Hinweis. Seid ihr auf dem Weißdrachen, dann braucht ihr die meiste Zeit einen Kälteschutz der Stufe 2. Packt also Gerichte oder Rüstungsteile mit Kälteschutz ein, wenn ihr zum Weißdrachen wollt. Der Weißdrache hat ebenfalls einen Cooldown von 10 Minuten. Interessant daran ist aber, dass wenn ihr auf dem Drachen steht und ihn von oben trefft, fällt sein Material einfach ab und bleibt auf ihm liegen. Bedeutet, ihr könnt einfach auf dem Weißdrachen stehen, den Hornsplitter oder die Schuppe einsammeln und dann 10 Minuten auf dem Drachen stehen bleiben und warten, bis er seine Kraft zurückerlangt hat. Die einzigen 2 Materialien, die ihr nur aus der Luft heraus erhalten könnt, sind sein Zahn und seine Klaue. So, der Weißdrache hat aber noch einen viel wichtigeren Zweck. Und hier jetzt eine richtig fette Spoilerwarnung. Denn jetzt geht es um die Hauptstory von Tears of the Kingdom. Wenn ihr dazu nicht gespoilert werden wollt, dann danke fürs Zuschauen, aber schaltet jetzt besser ab. Für alle anderen, los geht's. Habt ihr den Weißdrachen das erste Mal erreicht, dann findet ihr in seinem Kopf das legendäre Masterschwert stecken. Damit ihr nun das Masterschwert aus dem Weißdrachen ziehen könnt, benötigt ihr 2 volle Ausdauerringe. Normalerweise gelangt ihr über die Hauptmission von Impa an einem gewissen Punkt zum Weißdrachen und zu eurem Masterschwert. Ich habe mir das Masterschwert für dieses Video nun eben ohne Hauptmission geholt. Aber ich würde euch empfehlen, macht erst die Hauptmission, denn dann wird euch der Weißdrache auf eure Karte markiert und ihr findet ihn so viel leichter. So, jetzt wisst ihr, wo ihr die 4 Drachen in Zelda Tears of the Kingdom finden könnt und wie ihr ganz einfach an die Materialien der Drachen kommt. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst eine Like da, werdet Mitglied, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!